Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich mal ein Haul für euch und zwar von Bath & Body Works, mein absoluter Favorite Shop, falls ihr das nicht irgendwie schon mitbekommen habt. Und zwar habe ich ziemlich viel gekauft, habe viele Prozente bekommen. Schreibt mir bitte entweder in die Kommentare oder Snapchat oder einfach irgendwie, ob dieses Video jetzt von der Lautstärke mal gut ist, weil viele von euch haben mir gesagt, dass meine Videos zu leise sind. Deswegen versuche ich das bei diesem Video jetzt auf jeden Fall zu verbessern. Also schreibt mir, ob es geklappt hat. Wie gesagt, ich habe einen riesen Einkauf gemacht bei Bath & Body Works. Das ist mega schwer und riecht einfach nur traumhaft. Und ich zeige euch jetzt, was ich gekauft habe. Fangen wir mit dieser Kerze an. Diese Kerze kostet eigentlich 22,50 €. Ich habe sie für 15 Dollar bekommen. Also immer noch teuer, aber super Schnäppchen. Und zwar ist das Sweet Cinnamon Pumpkin und hat diesen schönen Deckel mit Pumpkins drauf. Ich liebe die Bath & Body Works Candles, weil die halt diese drei Dinger, auf jeden Fall drei davon, von diesen Dingern, hat. Mir fallen die deutschen Wörter nicht mehr ein, es wird langsam schwer und die riecht so geil. Ich mag keine Pumpkin-Gerüche eigentlich, aber das riecht einfach nur nach Cinnamon. So geil. Und ja, wie gesagt, 15 statt 22,50 €. Mega gut. Dann habe ich drei Mini-Kerzen gekauft. Ich kann nicht alle in die Hand nehmen. Und zwar einmal Pumpkin Apple. Die haben mega schöne Deckel, finde ich. Und ich habe 3 für 12 anstatt 17 bekommen, was mega gut ist. Pumpkin Apple riecht, oh Gott, einfach nur gut. Ich kann keine Gerüche beschreiben. Nach Apfel und nicht nach Pumpkin. Nach Apple Cinnamon eigentlich irgendwie. Die zweite heißt Sweater Weather. Und zwar riecht die mega frisch und irgendwie so nach Herbst, aber irgendwie auch nach Orange ein bisschen. Oder mir kommt das nur so vor, weil sie gelb ist. Ich kann keine Gerüche beschreiben. Ich sollte keine Bath & Body Works Hauls machen, wenn ich keine Gerüche beschreiben kann. Auf jeden Fall sehr frisch und sehr schön. Und die dritte ist die Sorte Leaves, also Blätter, Laubblätter. Und es riecht nach, irgendwie nach Blumen. Nach Blumen, aber irgendwie auch ein bisschen nach Zimt und irgendwie so herbstmäßig, ich weiß auch nicht. Ich kann einfach keine, ich werde das jetzt zu jeder Sache, die ich zeige, sage ich jetzt, ich kann einfach keine Gerüche beschreiben. Nee, aber wirklich, es riecht auf jeden Fall gut. Und dann habe ich dieses Set gekauft für 12,50 €. Normal kostet diese Seife 6,50 € und das gibt es noch nicht mal so im Laden zu kaufen, deswegen ein sehr guter Deal. Das ist in der Sorte Black Cherry und wie ihr vielleicht aus meinem Favorites Video wisst, ist das mein absoluter Lieblingsgeruch. Das ist einmal eine Handseife und eine Handlotion. Und ja, die sehen so aus und riechen mega gut und ich fand's total süß. Man kann es auch gut verschenken eigentlich, die Packung ist mega schön, aber alles für mich. Dann habe ich Body Sprays geholt und zwar habe ich dieses für 50% off bekommen. Im Grunde genommen habe ich alle für 50% off bekommen. Also eigentlich kosten die 14 Dollar pro Ding. Ich habe sie für 7,50 € bekommen. Dies ist Mango Tango Twist. Sieht so aus. Ich finde es mega cool und oh, ich kann einfach keine Gerüche beschreiben. Das ist irgendwie süß, aber auch fruchtig. Dann habe ich Apple Harvest geholt. Ich finde die Verpackung noch einfach mega schön. Und es riecht einfach nach dem, was draufsteht. Es ist einfach. Und es riecht, die riechen so ein bisschen irgendwie, aber auch so ein bisschen Deo-mäßig. Ich weiß nicht, voll viele davon. Ich habe so an allen gerochen, damit ich die besten rausgesucht habe. Und voll viele haben einfach nach Deo gerochen. Und irgendwie fand ich das voll eklig. Das sind jetzt noch die, die am wenigsten nach Deo riechen und einfach nur einen schönen Geruch haben. Dann habe ich Vineyard Champagne Kiss. Steht da drauf. Sieht so aus und riecht parfümmäßig. Wie so ein Frauenparfüm. Nicht fruchtig. Eher süß. Das sind so meine Versuche, etwas zu beschreiben. Das letzte, Mad About You. Das ist so ein ganz anderer Geruch. Die anderen riechen relativ gleich. Das ganze Video, ich nur so inhalieren. Ich kann es einfach nicht beschreiben.
süß. Süß, aber irgendwie, ich mag keine süßen Gerüche eigentlich und das mag ich, also scheint auch nicht so süß zu sein. Dann habe ich für jeweils 50 Cent diese Dinger gekauft. So sehen sie aus, mit Glitzer. Und das sind die Hüllen, damit man sich diese kleinen Dinger da reinpacken kann. Und jetzt zeige ich euch alle, die ich davon gekauft habe. Und ich habe eigentlich jede gekauft, die es im Laden gibt, außer so ungefähr drei. Deswegen gehe ich die einfach nur schnell rum und versuche gar nicht erst die Gerüche zu beschreiben. Das ist Cucumber Mint. Dann habe ich Apple Harvest, das was ich auch als Body Spray habe, habe ich auch nochmal als Hand Sanitizer gekauft. Pumpkin Pecan Waffles. Klingt sehr interessant. Energy, ich weiß nicht noch was das ist, ich habe gar nicht daran gerochen. Oh, Orange und Ingwer. Riecht nach Energy. Dann Plum Cider Warmth oder sowas. Auch riecht mega geil. Die riechen alle einfach nur geil. Dann habe ich einmal Vampire Blood. Raspberry Pink Peony. Sonoma Sunflower Blossom. Pretty in Pink und das finde ich gar nicht toll. Ich glaube, das benutze ich gar nicht, das verschenke ich. Also ich verschenke mehrere von denen. Die sind nicht alle nur für mich, keine Sorge. Aber ich mag diese süßen Gerüche einfach nicht. Und das ist einfach, man sieht ja schon, dass es süß ist. Und keine Ahnung, irgendwie, das will ich mir nicht so in die Hände schmieren. Dann natürlich mein Favorite, den ich auch schon in meinem anderen Video gezeigt habe. Black Cherry, der riecht einfach so geil. Warte. Oh, Traum. Watermelon Picnic. Charming Chick und das ist einfach Sweet Strawberry. Und dann habe ich noch einen an meinem Rucksack hängen, das ist Mandarine. Und hier ist noch Sweet Cinnamon Pumpkin. Und ich liebe diese Dinger einfach. Wenn ihr genau wissen wollt, was das ist, guckt euch mein Favorites Video an. Da erkläre ich noch ein bisschen mehr dazu. Aber ich finde die so toll. Ich liebe die Dinger und deswegen, ich habe jetzt eine Menge davon. Und das reicht jetzt auch erstmal. Ich glaube, ich gehe da nie raus ohne einen davon. Mindestens. Oder beziehungsweise ohne fünf zu kaufen, weil man kriegt immer fünf für man kriegt immer 5 für 6 Dollar und ein einzelner kostet 1,75. Deswegen ist das mega gut. Ja, wie gesagt, ich schicke davon welche nach Hause, ich verschenke welche und behalte die meisten. Und ich liebe einfach diesen Laden und es ist einfach mein Lieblingsladen hier. Es ist so geil. Und durch diese ganzen Sales und durch meine 20% Gutschein habe ich anstatt, die Sachen sind generell teuer, wenn ich die alle so gekauft hätte, wäre es 120 Dollar gewesen. Jetzt denkt ihr so, was zur Hölle? Für Gerüche. Für nichts im Grunde genommen. Für etwas, was man nicht sehen kann oder so. Ich habe 60 Dollar bezahlt, also die Hälfte, was einfach mega das Schnäppchen ist. Ist immer noch viel für so einen Kram, aber es ist einfach anstatt einfach 60 Dollar für Sachen im Wert von 120, ist einfach genial. Finde ich total toll. Ich freue mich da immer noch so sehr drüber. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch. Guckt euch meine Q&As an. Ich habe ein Snapchat-Q&A gemacht. Schreibt mir in die Kommentare, was für Videos ihr sehen wollt. Und ich werde weiterhin hoffentlich regelmäßig Videos hochladen. Ich habe das Gefühl, ich bin ziemlich gut dabei. Also schreibt mir, ob die Lautstärke jetzt gut war. Und wir sehen uns im nächsten Video.